Sag was Substanzielles über Medien. Geht's noch? Medien regeln erstmal, wie wir überhaupt sprechen. Man sollte grundsätzliches Verständnis davon haben, wie Digitalisierung funktioniert. Dann hat man diese Terabyte an Daten und dann gibt es nicht ansatzweise genug Meeresbiologinnen und Biologen, die diese Daten auswerten können. Wir müssen auf jeden Fall dahin kommen in unserem allgemein im Gebiet der Computerlinguistik, dass wir unsere Modelle, unsere Systeme wieder besser unter Kontrolle haben. Mit Smartphones oder generell mit Medien gibt es neue Involvement Shields. Film jetzt als digitales Medium ist viel zugänglicher geworden. Was man aber damit auch machen kann und was viel spannender ist, wie ich finde, wie man beispielsweise Skripte programmieren lassen kann. Also zum Beispiel kreative Skripte im Creative Coding Bereich. Was gibt es für Möglichkeiten, ja, Daten auf Social Media zu sammeln? Weiß diese künstliche Intelligenz dann, dass der Mensch die Erklärung verstanden hat? Welche Informationen sind wirklich gut recherchiert, wo ist etwas wirklich journalistisch aufbereitet. Da kann man halt natürlich Dinge über Technik herausfinden, die wir sonst im Alltag halt so nicht herausfinden können, weil wir die ganz anders wahrnehmen. Wir benutzen sie einfach. Das Gute an der interdisziplinären Medienwissenschaft ist ja gerade dieser Vorbau des Interdisziplinären, also dass da mehrere Disziplinen zusammenkommen. Man sieht es als große Chance an, als Möglichkeit, wirklich sich selbst weiterzuentwickeln.